ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause. Verena wollte ihren Fehler, den sie bei den Ermittlungen für die Schülerzeitung gemacht hatte, wieder gut machen. Lukas ließ sie auflaufen. Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich Billy in Gefahr gebracht habe. Und da dachtest du dir, bringst du den Schlüssel Popcorn mit und alles ist vergessen. Saira und Lilly lernten auf der Eisbahn das Dorfmädchen Nele kennen. Sie überredeten sie, mit ihnen Schlittschuh zu laufen. Na, wir gehen hier aufs Internat, komm uns doch da einfach mal besuchen. Oh Mist, schon so spät. Ich sollte auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Neles Verspätung hatte schlimme Folgen. Ihr kleiner Bruder hatte die Küche in Brand gesteckt. Die Vermieterin der Wohnung machte Stress. Janosch! Eure Mutter kann euch doch nicht unentwegt allein lassen. Ich werde das Jugendamt benachrichtigen. Die sollen dann sehen, wie es mit euch weitergeht. Nele war total fertig. Ich weiß bloß nicht, wie wir die Küche wieder hinbekommen sollen. Saira wollte ihr helfen, aber Nele bekam das in den falschen Hals. Hier, 150 Euro. Sag mal, spinnst du? Aber ich wollte doch nur helfen. Haut ab, haut bloß ab! Morgen. Na, gut geschlafen? Geht so. Warum? Was ist denn? Oh Mann, ich musste die ganze Nacht an Nele denken, wie sie mich angemacht hat. Ja, aber was habe ich doch versucht, dir zu erklären? Jetzt sei mal ganz ehrlich, findest du auch, dass ich verwöhnt bin? Das war alles ein riesengroßes Missverständnis. Für dich ist Geld eben kein Problem, für Nele schon. Das solltest du einfach wissen, wenn du mit dir redest. Und warst du deswegen auch schon mal sauer auf mich? Nein, du bist die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Los, komm jetzt, die Schule fängt gleich an. Tschüss, Mama. Tschüss. Los, komm, wir sind spät dran. Hast du deine Brote gemacht? Nee. Und wenn du um 5 vom Hort kommst, dann bin ich zu Hause, okay? Die Hausbesitzerin macht mir einen Wahnsinnsdruck. Die hetzt mir jetzt sogar das Jugendamt auf den Hals. Du hast gesagt, wir sollen uns beeilen. Ja, geh schon mal vor. Ich kann nicht mehr, Frank. Es sind doch auch deine Kinder. Ich habe Arbeit, aber von dem, was ich verdiene, zahle ich für 3. Jetzt muss ich auch noch die Handwerker bezahlen. Ich bettel dich nicht dauernd an. Ich bitte dich darum, mir einmal etwas mehr Geld zu geben. Das ist ein Notfall. Frank? Idiot, mein Idiot! So, wir machen Schluss für heute. Lass die Collagen bitte einfach liegen. Ich möchte sie noch fotografieren. Bis morgen. Ja, mit den Fotos aus dem Stream. Ihr könnt doch mal in der Schülerzeitung was über die Macken der Lehrer machen. Wir können ja mal drüber reden. Heute Nachmittag bei Lars, okay? Billy hat heute Nachmittag keine Zeit. Wir gehen ins Kino. Ach, kannst du mal bitte halten? Ist jetzt deine Zofo oder was? Dich habe ich doch gar nicht gefragt. Eigentlich hatte ich heute schon was anderes vor. Und was? Ich wollte noch was für die Schülerzeitung machen. Über Lehrer und ihre Macken. Mit Verena zusammen. Die ist raus aus der Redaktion. Und außerdem ist unsere nächste Ausgabe sowieso schon voll. Aber du hast doch vorhin selber gesagt, dass noch was Lustiges fehlt. Und das ist lustig. Und wenn schon. Es muss ja nicht von Verena sein. Was ist nun mit Kino? Komm, jetzt entscheide dich doch endlich mal. Mensch, Lukas, du bist ja heute mal wieder ein ganz, ganz Netter. Ja, und wer damit ein Problem hat, kann mir aus dem Weg gehen. Komm, wir gehen. Wir reden später, okay? Mama,
Mann, Lilly, jetzt komm schon. Ich weiß echt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, Nele hat uns rausgeschmissen. Schon vergessen? Nein, natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber ich möchte es einfach alles wieder gut machen. Verstehst du? Ja, ich weiß. Aber ich habe ja bloß Angst, dass wir alles noch viel schlimmer machen. Vielleicht sollten wir uns einfach raushalten. Ja, toll. Und Nele mit dem ganzen Stress alleine lassen? Super Idee, wirklich. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ja, keine Ahnung. Uns fällt schon noch was ein. Hier, nimm und komm. Du gibst echt nie auf. Na, was darf ich den Herrschaften bringen? Eisbecher Amore mit zwei Löffeln? Hm? Bloß nicht. Von Amore habe ich erstmal die Nase voll. Wir haben uns ja nicht entschieden. Okay, es eilt ja nicht. René, es ist immer noch wegen Sue. Wie würde es dir denn gehen, wenn du an meiner Stelle wärst? Naja, aber ich komme schon wieder drüber hinweg. Und, habt ihr schon gewählt? Ja, ich nehme den Erdbeerbecher. Mm. Ja, zweimal bitte. Sehr gute Wahl. Ich habe nämlich heute Morgen extra ganz frisches Erdbeereis gemacht. Achso! Tja, das mit dem Erdbeereis vergesst ihr am besten. Ich glaube, das hat sich angesteckt bei Manuel. Brauchst du noch lange? Ja. Wie lange? Solange ich will. Ich muss aber noch was für mein Referat machen. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Komm, gib mir 10 Minuten. Sag mal, geht's noch? Ich hab doch gar nichts gemacht. Schon schlimm genug, dass du Billy so rumkommandierst. Aber zieh die Nummer bloß nicht mit mir ab. Jetzt pass mal auf, der Computer ist für Schulaufgaben da. Deinen privaten Scheiß kannst du später machen. Und das bestimmst du, oder was? Wir können auch gerne Nina holen. Arroganter Piss. Angenehm, Lukas Düber. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Helfen! Danke, kein Bedarf. Ach komm, Nele, es tut mir wirklich total leid wegen gestern. Aber es war alles nur ein riesengroßes Missverständnis. Na klar, es war alles nur gut gemeint. Saira ist nicht so, wie du denkst. Kann ja schon sein, aber ich kann trotzdem auf ihre Hilfe verzichten. Was war denn gestern eigentlich noch? War deine Mutter sehr sauer? Geht so. Aber du hast doch irgendwas. Naja, es gibt da ein Problem. Unsere Vermieterin, Frau Zwirn, die hat wirklich das Jugendamt informiert. Und du denkst, die machen jetzt Stress? Sie hat gemeint, mein Bruder und ich, wir gehören ins Heim. Aber so schnell kommt man doch nicht ins Heim. Und wenn doch, wenn der Typ vom Jugendamt dieses Chaos hier sieht... Tja, dann heißt es wohl so schnell wie möglich Ordnung machen. Klar, putzen, streichen, renovieren. Alles bis morgen. So, sag mal A. Jetzt kannst du den Mund wieder zumachen. Was hat er denn? Schnupfen, Husten, Halsschmerzen. Das ganze Programm. Was machen wir denn jetzt? Kümmer dich einfach um deinen Sohn. Wir kommen schon zurecht. Ach, Manuel, du gehörst sofort ins Bett. Das ist mir aber langweilig. Nichts da. Du nimmst jetzt deine Medizin und dann gehst du rüber in die Wohnung. Sonst vergraulst du mir noch die letzten Gäste. Ja, so. Mich hier auf, komm. Oh Mensch, Manuel, du bist doch kein Baby mehr. Warte mal. Manuel. So. Na komm, Manuel. Ist doch gar nicht so schlimm, hm? Tja, der hat seinen eigenen Kopf. Ja, verstehe. Du traust dich also nicht. Ich trau mich schon, aber ich falle nicht darauf rein. Hier. Kannst du ruhig nur mehr haben, wenn du willst. Nein, ich will dir ja nicht wegtrinken.
So, nun guckt euch das an. Medizin kann er keine nehmen, aber für eine Kugel Eis ist immer noch Platz. Achso! Der Herd ist futsch, die Elektroleitungen sind im Eimer und die Wände. Okay, dann fangen wir gleich mit den Wänden an. Streichen allein bringt nichts und selbst das nicht einfach. Kennst du dich denn damit aus? Ich musste früher beim Renovieren helfen. Weißt du, was das alles kostet? Tapeten, Grundierung, Farbe. Okay, ich habe ja schon verstanden. Aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, das ohne Geld hinzubekommen. Na eben, bei der Renovierung vom Schloss, da ist doch eine Menge Zeug übrig geblieben. Da fragen wir gleich mal Pasulke. Okay, und du kommst mit. Leb wohl. Nur Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Kalt rieselt matter Schauer durch meine Adern, der fast die Lebenswärme erstarren macht. Oh, findest du nicht auch, dass Lukas ein riesiges Arschloch ist? Ja, ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit mit ihm los ist. Ich meine, er war ja nicht immer so. Willst du ihn jetzt auch noch verteidigen, oder wie? Nein, nur verstehen, was mit ihm los ist. Die Jungs sind nun mal so. Egoistisch, überheblich und ziemlich aggressiv. Aber doch nicht alle. Ach nein. Wir hätten da mal eine Frage. Hast du die Matheaufgaben schon gemacht? Ja, wieso? Wir würden uns gerne mal die Textaufgabe ansehen. Sag doch gleich, dass ihr sie abschreiben wollt. Hab ich so nicht gesagt. Aber gedacht, ihr kennt mich mal. Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass du so einen Stress hast. So. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Anfang, oder? Danke. Ja, klar, kein Problem. Ja, aber wir haben Pasulke doch noch nicht mal gefragt. Ja, mein Gott, wenn er nicht da ist, kann er nichts dagegen haben. Meinst du wirklich, das ist okay? Ich weiß nicht. Na klar, das ist alles von der letzten Renovierung übrig geblieben. Also, keine Panik auf der Titanic. Ich will doch bloß, dass ihr meinetwegen keinen Ärger bekommt. Ach Quatsch, hundertprozentig nicht. So, Lillimilli, wir müssen jetzt auch die restlichen Farben holen und dann wäre alles Paletti. Okay? Wir kommen gleich wieder. Ich habe euch doch vorhin gesagt, ihr sollt die Musik leiser machen. So, und jetzt? Ein bisschen Schokoladensoße Spezial. So. Ein paar Nüsse. So. Und krokant. Und du meinst, es funktioniert wirklich? Na klar. Warum denn nicht? So. Ich glaube, sie kommen. Na, ihr beiden? Was ist das denn? Ach, nur ein Eisbecher, den wir gerade selbst erfunden haben. Aber ich glaube, der ist noch nicht. Ja, den stellen wir besser sofort weg. Halt, ich mag vorher noch probieren. Ich weiß nicht. Ach komm, lass ihn doch nur noch einen Löffel. Na, okay. Danke. Ohne euch hätte ich überhaupt nicht gewusst, was ich mit meinem Jungen machen soll. Gern geschehen. Sag mal, kümmert sich seine Mutter gar nicht um ihn? Doch, doch. Er ist eine Woche bei ihr und eine Woche bei mir. Bloß mein Problem ist, ich weiß nicht, wo ich ihn unterbringen soll. Hier in diesem Kaff gibt's ja nichts. Hallo. Ich kenne dich ja gar nicht. Was machst du denn hier? Ich warte auf meine Freundin. Darf man erfahren, wer deine Freundinnen sind? Lilly und Sayira. Mhm. Ihr dürft übrigens schon gehen. Ja, und du wohnst im Dorf. Und wie heißt du? Ich heiße Nele.
Was hast du denn da? Nur Sachen, die meine Freunde nicht mehr brauchen. Hey, was ist denn das? Das glaube ich jetzt nicht. Was ist denn hier los? Das ist Nele aus dem Dorf. Ich glaube, die junge Dame hat uns einiges zu erklären. Verstehst du, was hier abläuft? Ich weiß nur, dass die Kleine vorhin auch schon hier rumstand. Hattest du etwa vor, all diese Sachen hier zu klauen? Das ist nicht so, wie es aussieht. Natürlich. Ja, aber du bist uns schon eine Erklärung schuldig. Schmeckt irgendwie komisch. Das liegt daran, dass du erkältet bist. Ja, ja. Dann ist auch der Geschmackssinn verstopft. Ich bin satt. Keine schlechte Idee. So. Und jetzt ab ins Bett. Komm, dann lesen wir dir auch noch was Schönes vor. Keine schlechte Idee. Die Geschichte glaubst du doch selber nicht. Jetzt mal raus mit der Sprache. Wo hast du die Sachen wirklich her? Ach du Scheiße. Das ist ein Notfall. Ich kann Ihnen das auch alles erklären, wirklich. Ich bitte darum. Das ist Nele und sie ist unsere Freundin. Und ihre Küche muss renoviert werden. Ja, und wir wollten ihr dabei helfen. Ihr habt doch nicht im Ernst gedacht, dass ihr mit diesen ganzen Sachen hier einfach so rausspazieren könnt. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, ist doch alles von der letzten Renovierung übrig geblieben, oder nicht? Aber wir sind doch kein Selbstbedienungsladen hier. Tolle Hilfe, Saira. Nee, finde ich echt toll, dass jetzt alle denken, ich hätte geklaut. Oma Nele, jetzt warte doch mal bitte. Ja, aber wir haben es doch nur gut gemeint. Einen Moment, mein Fräulein. Wir sind noch nicht fertig. Ja, und womit jetzt bitte? Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal die Sachen zurück und dann reden wir mit Herrn Pasulke. Was ist denn hier los? So, guten Appetit und gute Besserung. Sehr. Was darf es denn sein? Einmal davon bitte. Menthol. So, und jetzt der Hustensaft. Voilà. Guten Appetit. Und gute Besserung. Dankeschön. Na der, was darf's denn sein? Marzipan, Kamille, Pfefferminz, Menthol. Ich hätte gern eine Vitamin C Eisbombe. Oh, sehr wohl. Gut fürs Immunsystem, gut gegen Halsschmerzen. Und der? Ich hätte gern ein Eis gegen Husten. Dann würde ich Ihnen den Pfefferminz Menthol Eisbecher empfehlen. Sehr gern. Sofort. Vielleicht hat der auch ein Eis gegen Liebeskummer. Sehr witzig. Papa. Mir geht's nicht gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hast du wieder Kopfschmerzen? Oder Halsschmerzen? Oder doch Fieber? Nein, es ist eher so hier. Es ist Bauchschmerzen. Aha. Ja, dann wollen wir mal gucken. Alles klar. Dr. Lasse tippt auf eine Überdosis Eiscreme. Da geht nur eins. Strikte Diät, eine Wärmflasche und... Ab ins Bett. Genau. Hey. Dr. Lasses Schnupfeneis. Aber Lilly und Saira wollten doch nur helfen. Ach ja? Das klang bei Herrn Berger aber ganz anders. Der hat was von versuchten Diebstahl erzählt. Herr Berger übertreibt. Für mich klang das aber gar nicht nach Übertreibung. Wollten die Schüler Farbe, Stoff und Tapeten mitgehen lassen oder etwa nicht? Ja, aber sie dachten, dass wir die Sachen vielleicht nicht mehr brauchen.
Wir sind doch hier kein Selbstbedienungsladen. Ich weiß gar nicht, wieso Sie so sauer sind. Die Schüler wollten der Familie doch nur helfen. Mir wird auch nichts geschenkt. Ich habe heute die Rechnung für meinen Zahnarzt bekommen. 1500 Euro. Früher hat sowas die Kasse bezahlt. Ich verstehe Ihren Ärger, Herr Pasulke, aber dafür kann doch Familie Arnold nichts. Trotzdem. Also ich finde es gut, dass sich die Schüler für andere so einsetzen. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn hier jeder Schüler auf Kosten des Internats irgendwelchen Leuten helfen würde? Ach, kommen Sie, Herr Pasulke. Geben Sie sich einen Ruck. Hm? Na, weil Sie es sind. Komm schon. Nein, ich mag jetzt aber nicht um einkaufen. Na und, gehen. Ich habe auch keine Lust, mit dir einkaufen zu gehen. Dann bleibe ich einfach hier. Damit es wieder brennt, wenn ich nach Hause komme? Nee, du kommst jetzt schön mit. Bist du die Neue? Seid ihr die Alten? Das ist Ronny und ich bin Paul. Und du? Ich heiße Nele. Und wer ist der kleine Zwerg da? Ich bin nicht klein, ich bin Janosch. Bei euch hat's gebrannt? Was war denn da los? Das geht euch gar nichts an. Achtung, von dem Prinzesschen vom Internat im Anmarsch. Nicht schon wieder. Hi. Kennt euch? Ja, leider. Hey, Nele, hör mal, das vorne im Internat, es tut mir echt total leid, was da alles passiert ist. Wie, du warst im Internat? Ja, zum ersten und zum letzten Mal. Das ist einfach nur total doof gelaufen. Ich kann echt auf eure Hilfe verzichten. Versteht ihr das nicht? Ich habe meine eigenen Probleme. Ja, ich weiß, aber vielleicht finden wir ja noch eine Lösung, um dir irgendwie helfen zu können. Das ist ja mal was ganz Neues, dass ihr im Internat echte Probleme kennt. Lili und ich, wir haben uns sogar schon überlegt. Da gibt's nichts zu überlegen. Ich will euch hier nie wieder sehen. Ich dachte, wir wollten noch mal reden. Wann denn? Ich hatte einfach keine Zeit. Tolle Ausrede. Merkst du eigentlich, dass die Jungs die ganze Zeit bestimmen, wo es lang geht? Und wir Mädchen uns das einfach so gefallen lassen? Super Theorie. Vielleicht ein bisschen simpel, oder? Trifft aber meistens zu. Auf Lukas auch. Ach ja, zum Beispiel. Heute Morgen, Schülerzeitung, Lehrerrätsel, schon vergessen? Das war doch was ganz anderes. Heute zum Beispiel gehen wir ins Kino. Und den Film habe ich ausgesucht. Bist du soweit? Wir wollen los. Und wie sieht's aus? Super. Wir gehen doch in Karate King, weil der läuft heute den letzten Tag und Shui kommt mit. Naja, den anderen Film können wir doch dann immer noch angucken. Aber siehst du, genau das meine ich. Hallo? Wer redet denn mit dir? Billy, jetzt lass dich doch nicht einfach so behandeln. Sag mal, was geht dich das denn an? Hör du erst mal auf, Billy, die ganze Zeit rumzukommandieren. Mira, jetzt komm, wir gehen. Billy, jetzt sag doch endlich mal, was du willst. Jetzt langs. Du musst dich entscheiden, sie oder ich. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Aber wenn diese Leute nicht klarkommen, dann haben sie eben Pech gehabt. Es ist mir total egal, was du darüber denkst. Aber auf jeden Fall werden Lilly und ich Nele helfen. Und der Typ vom Jugendamt? Was sagen wir dem? Die Wahrheit. Müssen Janusz und ich dann weg von dir? Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.